So, hallo meine Freunde der Sonne, dann werden wir jetzt mal hier reingehen und mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was auf uns hier zukommt. Nein, wir werden nicht hier reingehen, wir werden hier reingehen. Ups. Okay. Also da gibt es einen Weg und hier gibt es einen Weg, ich denke mal. Aha. Boah. Das ist jetzt gerade echt schwierig. Ich weiß gar nicht. So, da. Aha. Okay, das Lilane dürfen nie berühren. Ich dachte nämlich zuerst, das Lilane wäre, wo man sich so festkleben kann. Aber okay. Das war falsch. Scheiße. Oh Mann. Gut, dann gehen wir erstmal den Weg. Da war die Bombe. Okay. So, wie gehen wir jetzt weiter? Also wir haben hier... Hä? Ach, blöde. Ich dachte da... nee, Mutti. Ich dachte, da kann ich stehen, Mensch. Ach ey. Ich sollte vielleicht auch, Moment. Die Kugel mitnehmen. Tja. Problem ist, wir haben... Hä? Das ist auch doof. So, ich glaube, ich bin jetzt... Das wollte ich doch gar nicht, Mensch. Wir können natürlich auch erstmal den Weg hier versuchen. Na komm, explodier. Oh, ich hasse das, wenn man irgendwo ist, wo es so 5 Milliarden Wege gibt, ne? Okay, wir müssen jetzt erstmal. Haben wir geschafft. Oh! Okay. Ich würde jetzt aber erstmal hier lang machen wollen. Hier können wir noch nicht lang, okay.
Bitte was? Aber krass, damit haben wir ja jetzt eigentlich unseren Weg nach hinten raus verschlossen. Das heißt, wir können ja jetzt nur noch hier lang laufen. Damit haben wir das erste Bein schon mal befreit. Sehr schön. Ups. Oh, besser gesagt, das erste Bein kaputt gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt weiter nach oben. Ich will jetzt mal ganz kurz nochmal hier. Haha, genau hier wollte ich hin. Ist halt nun die große Frage, es bringt mir jetzt eigentlich was? Nix, ne? Okay. Gut, na gut, haben wir immerhin die Leben da eingesammelt. Oder ist da noch was? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da nur die Leben sind. Aber scheint so, dass sind nur die Leben. Okay, das heißt, wir werden jetzt mal hoch machen. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, da haben wir schon mal das Erz. Da haben wir schon mal Kohlig-Erz. Das Problem ist, wir müssen natürlich auch jetzt hier wieder raus, sonst müssen wir gleich hier wieder rein, wenn wir jetzt hier sterben. Okay, das heißt so. Hier müssen wir jetzt auch nichts mehr machen, erstmal. Ich glaube, das haben wir jetzt auch. Genau, das haben wir jetzt auch. Das heißt, wir können jetzt uns um die Seite hier kümmern. Haben wir schon hier? Okay. Wurde schon gespeichert. Wunderbar. Dann hätten wir mal. Dann müssten wir das ja, glaube ich, auch haben hier. Ich guck trotzdem noch mal ganz kurz. Ah, nee, genau. Hier geht es ja jetzt weiter. Okay. Problem ist, wir haben gleich kein Mana mehr.
Wow, danke. Okay. Lupo ist hier. Wir reden mal mit ihm. Okay. Dann okay. Dann wäre das ja aber eigentlich auch sinnvoll, wenn wir erstmal das hier machen, ne? Weil das ist hier nur so eine Runde, ne? Bevor wir jetzt hier oben alles machen, wäre das wirklich viel, viel, viel sinnvoller, wenn wir jetzt erstmal hier die Runde laufen. Wir haben ja jetzt hier oben gespeichert. Okay, ich muss jetzt echt mal öfters auf die Karte gucken. Also wir haben jetzt hier rechts, da will ich schon mal ganz kurz gucken. Nee, Moment. Oh nee. Ich weiß halt nicht, ob das immer jetzt speichert, aber ich glaube hier oben... Ja, okay. So, einmal hier hin. Einmal hier hin und hier ist ja der Fluss. Okay, wir müssen jetzt erstmal... Doof. Nee, bleib doch da. Uri. Okay. Oh, der Sound hört sich gerade voll komisch an. Okay, jetzt haben wir erstmal hier Leben. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus direkt weitermachen können oder ob wir lieber den Schwung mit... Ich glaube, wir nehmen lieber hier den Schwung mit. Den Schwung! Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da waren wir. Das heißt, wir gehen ja... Ah, okay, dann können wir dann, denke ich mal... Hier. Okay. Okay, da haben wir das ja auch. Wunderbar. Und damit haben wir das nächste kaputt gemacht. Sehr schön. Wir retten die Weide. Genau, und hier haben wir
Die Lebenszelle. Okay, dann haben wir hier unten jetzt alles geschafft, ne? Also, wir sind einmal den ganzen Weg gegangen, haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen wollten. Das heißt, wir sind jetzt hier unten fertig. Sehr schön. Dankeschön. Dann werden wir hier nochmal speichern. Okay, wir haben die Lebenszelle. Wir haben hier oben die Geiselkugeln. So, hier kommen wir nicht weiter. Auf der Seite. Sieht trotzdem hier irgendwie mysteriös aus. Als ob man hier was machen könnte. Ah, na gut. Gehen wir erstmal hier längs. So, was kann man. Kann ich hier? Nee. Gut. Oh, warte mal. Moment, wohin? Hier runter. Ja, gut, das bringt mir jetzt nichts. Ist zwar eine Abkürzung, ne, wenn ich nochmal da runter muss, aber ich muss ja jetzt eigentlich auch gar nicht da runter, deshalb. Verpiss dich, du Spinner, du. Okay. Ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal den Weg und machen hier das frei. Okay, das ist ja eigentlich dumm. Warte mal. Ich will ja hier. Hier lang erstmal machen. So. Hier haben wir eine Bombe. Da haben wir auch eine Bombe. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Aber nicht so schlimm. Okay, wenn wir jetzt hier reingehen, kommen wir da oben an. Ja, okay, das war jetzt nicht so wirklich mein Plan. Ich überlege gerade, wie wir da am besten hinkommen. Wie kommen wir an die Geisterkugel jetzt ran? Ich überlege gerade irgendeine Fähigkeit. War jetzt nicht so geplant eigentlich, okay. Oh! Gut, wollte gerade sagen, jetzt muss ich das nur noch hier wegschaffen. Okay. Warte mal. Hä? Wenn ich das Ding jetzt nehme, komme ich da aus? Hä? Okay, das ist glaube ich nur einfach, wenn wir gleich abhauen. Oh nee, oder? Oh ne, ich sag jetzt nicht, wir müssen die Dinger mitnehmen.
Wie soll ich denn... Wie öffnen wir das hier? Geht das? Ich habe eine Vermutung, dass wir die Geschosse jetzt von dem Scheißteil... Aber bitte nicht, ey. Ja, okay, doch. Die gehen durch, ne? Ach du Scheiße. Oh. Okay, ich glaube, ich habe eine... Oh nee. Ich habe eine ganz doofe Vermutung. Okay, jetzt muss ich überlegen. Also wir müssen jetzt erstmal die Geschosse, dass die jetzt hier den Weg laufen. Dann müssen wir jetzt dann hier ein Geschoss abhalten, also aufhalten, dass er dann erstmal den Weg nimmt. Und dann müssen wir hier ein Geschoss abhalten und dann... Ach du Scheiße. Weil ihr seht gerade, ne? Ein Geschoss. Vielleicht kriegen wir das mit einem Geschoss schon mal direkt von Anfang an hin, ne? Ah, Geschoss ist weg, okay. Also ich verstehe, was die Entwickler von mir verlangen, aber finde ich nicht in Ordnung. Ich glaube, es wäre auch sinnvoller, wenn ich mehrere Geschosse schon mal hier reinballer. Na komm, schieß. Wir versuchen das nochmal mit einem Geschoss jetzt. Okay, ich wollte gerade sagen, das Geschoss lebt noch, okay. Okay, jetzt muss ich... Boah, ist das schwierig. Wo kreuzen sich? Da kreuzen die sich. Okay, hier also. Boah, ich weiß nicht, ob das... Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Jetzt muss ich kurz warten hier. Oh, Mutti. Ich habe irgendwie so ein ganz doofes Gefühl, dass ein Geschoss nicht reicht. Ein Geschoss nicht reicht. Bitte reicht ein Geschoss. Okay, jetzt müssen wir... Boah, das ist... Jetzt müssen wir gucken. Oh, Mutti. Oh. Okay. Puh. Bin ich froh, dass das funktioniert hat beim ersten Mal. Boah. An die Leute, die es noch machen müssen, ne? Es tut mir echt leid. Echt, also es tut mir mehr als sorry. Viel Spaß dabei.
Okay, dann muss ich hier rum jetzt einfach noch. Okay. Oh, ich habe wieder so ein dummes Gefühl, dass... Aua. Nee, kann gar nicht sein. Wäre Blödsinn. Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt so ein Geschoss mitnehmen. Jetzt mit seinem Geschoss. Warte mal, der schießt jetzt bestimmt mit dem Laserstrahl. Ja, genau. Und jetzt schießt der Klein mit seinen Geschossen. Ja, gut, eigentlich, ne? Soll das ein bisschen anders aussehen? Warte mal. Okay, den Laserstrahl, den brauchen wir nicht. Der bringt uns nichts. Die Geschosse. Piss dich, Mann. Okay, wo gehen wir zuerst lang? Warte mal, können wir hier hin zur Weide? Ja, noch ist der Weg uns versperrt, meine Freunde der Sonne. Und ja, wie es weitergeht, sehr, sehr interessant. Ich fand auch das Rätsel sehr interessant. Der Aspekt war definitiv da, aber es tut natürlich weh. Also ich habe es natürlich beim ersten Mal geschafft. Das war, glaube ich, ja, Glück. Also mehr Glück als Verstand. Und wenn ich mal überlege, wenn man das jetzt hier hinten zum Beispiel verkackt oder hier unten, ne, ihr müsst das alles von neuem machen, ne? Da bin ich ja wirklich sehr froh, dass wir das beim ersten Mal hinbekommen haben. In der nächsten Folge werden wir den Weg hier erstmal abklappern. Nash. Und dann vielleicht sogar erstmal den hier oben abklappern. Oh, und dann den Rest machen. Und dann kommen wir endlich zur Weide. Und die Weide wieder reparieren, vor allen Dingen. Die Weide wieder reparieren, das ist ja unsere große, große Mission. Und ich hoffe, ihr seid bei der großen, großen Mission mit dabei. Das nervt mich ja auch. 82 stiller Wald zum Beispiel. 82%. Wo fehlt mir hier noch was? Das ist nur das hier, ne? Es gehört schon wieder nicht zum... Ja gut, das denke ich mal, ne? Ich weiß nicht, wie viel Prozent so eine Geisterkugel ausmacht. Boah, machen zwei Geisterkugeln 18% aus? Aber hier oben fällt noch was, ne? 86%? Hier wüsste ich zum Beispiel jetzt auch... Also hier wüsste ich jetzt wirklich nicht, was fehlt denn uns hier noch? Achso, ha. Bestimmt auch wieder die zwei Geisterkugeln hier, ne? Boah, ich weiß gar nicht, ob die so viele Prozente ausmachen. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss.